Herzlich willkommen bei Eumeli LP zu einem neuen Part von Sims 2. Im letzten Part war hier einiges los. Unsere Lieben haben sich ganz toll amüsiert, zumindest so fast, bis zum Ausflug, den wir mit dem Hubschrauber unternommen haben, wo es dann eine tolle Frage gab, ob wir im Bambuswald, da waren wir, glaube ich, unterwegs auf Wanderschaft, wie nahe wir an eine Panda-Bärenfamilie ran wollen. Und ich habe mich dafür entschieden, der Logik halber, dass wir da höchstens auf die Entfernung zum Füttern hingehen, dass wir Futter werfen können. Aber das war wohl den Bären auch schon zu nah und die sind weggelaufen und dementsprechend passierte da nichts mehr Tolles auf dem Ausflug. Und sie sind alle unspaßigst nach Hause gekommen, hatten Hunger, hatten keinen Spaß mehr, waren müde und ja, also es war schon ein bisschen, kompliziert hier. Die Nacht ist rum, sie haben alle geschlafen, sind soweit frisch erholt. Wir kümmern uns jetzt noch um die wichtigsten Bedürfnisse und dann würde ich sagen, erkunden wir ein bisschen hier unser Urlaubsziel. Ja, genau. Du, dir hatte ich gesagt, dass du das machen sollst. Die Mama guckt ein bisschen Nachrichten. Und das Geschirr lassen wir mal einfach da so vor sich hindampfen. Nalina hat irgendwie keinen großen Spaß an dem Puppenhaus, was mich wundert. Ah, doch eben. Da tut sich was. Okay. Ich hatte schon Angst. Weil ein bisschen Spaß braucht die auf jeden Fall auch noch. So ganz rot wollte ich jetzt nicht mit ihr weg. Und danach muss sie nämlich auch nochmal auf Toilette und duschen. Und all solche Dinge tun. Entschuldigung. Da steckte doch glatt was im Hals. Nee, und wir warten noch darauf, dass Manuel aufwacht, der dann auch noch ein bisschen Spaß braucht, aber den kriegt er auf dem Ausflug. Ja genau, du könntest mal abspülen, wenn du unbedingt willst, im Urlaub abzuspülen, dann mach halt. Warum du hier nicht anfängst, weiß ich ja nicht. Ah, Melissa ist auch soweit fit. Ja, dann guck du einfach noch ein bisschen weiter und dann kann nämlich Nalina jetzt mal hier auch diese Dinge tun. Und den Papa schmeißen wir jetzt einfach auch aus dem Bett. Der darf auch mal Fernsehen gucken. So. Damit das, warte mal. Kannst du dich vielleicht dann auch mal erstmal in deine Alltagskleidung werfen und dann Fernsehen gucken. Nicht, dass hier wieder alle im Bademanzug und Bikini unterwegs sind. Sie ist irgendwas am Spülen. Ich weiß nicht, wo und was du spülst. Ach, da drüben sind auch noch Teller gelandet. Was machen denn eigentlich die lieben Großeltern? Oh! Hey, die sieht ja aus wie Melissa. Das ist aber nicht. Lydia Kohn. Ah, so. Okay. Und die Oma sitzt schon wieder. Wie sollte man es anders erwarten? Im Whirlpool. Ja, ja. Das haben wir gern. So, Regina. Ups, irgendein Bauch hat geknurrt, glaube ich. Hihihi. So, wie sieht's denn jetzt hier aus? Du kommst mal, ja, du kannst mal mit dem Opa ein bisschen sputzige Witze erzählen. Die beiden unterhalten sich auch, sind von der Umgebung wenig begeistert. Okay, hier müssen wir noch ein Momentchen warten. So. Wer möchte denn eigentlich noch was machen? Genau, habe ich gar nicht geguckt. Sie wollte einen Film ansehen. Ja, das können wir gerne machen. Einen Fähigkeitenpunkt und über Hobbys reden. Ihr habt ja gar keine Urlaubswünsche, Leute. Du auch nicht. Großartig. Sie will auch nur quatschen, quatschen, quatschen. Er ist der Einzige, der hier noch einen Urlaubswunsch offen hat, nämlich die Massagetechnik lernen. Ah. Melissa erhält ein Stipendium. 2500 im... Das ist besser. Die Massagetechnik kriegst du trotzdem. Da wir jetzt keinen haben, der hier irgendwie großartigen Ausflug machen will, ist ja wurscht, dann macht das Regina. So, das wollte ich nur gecheckt haben, bevor wir losgehen. So, dann komm mal her. Wir müssen zu Grundstück gehen. Gemeinschaftsgrundstück. So, und zwar natürlich wieder mit allen, ist ja klar. Alle kommen mit, ob sie wollen oder nicht. So, wo können wir denn hin? Was gibt's denn Schönes? Es gibt den Sortimarkt. Kein Sim sollte sich das angenehme Ambiente dieses Lebensmittelsgeschäft entgehen lassen. Na super. Hier gibt es nicht nur exotische Früchte, sondern auch noch die günstigsten Preise.
Ja, aber einkaufen will ich jetzt. Ich will was Schönes haben. Ewiger Zen-Garten. Bring deine Familie und Freunde mit zu diesem wunderschönen Ort der Entspannung und Kommunikation. What? Das klingt nicht schlecht. Heiße Quellen von Takemitsu. Seit vielen Jahren verleihen die heißen Quellen von Takemitsu Village den Besuchern neue Kraft und Energie. Gut. Lehn dich zurück und lass dich von dieser spirituellen Erfahrung gefangen nehmen. Heiße Quelle alleine haben wir hier auch, brauchen wir nicht. Ja gut, die Hotels können wir uns sparen. Was ist das? Pagode des Schattens? Wir fangen erstmal hier an. Lustiger Schreinpark. Den besuche ich am liebsten. Besuche den lustigen Schreinpark und entspanne. Besichtige den Schrein, iss einen Happen, ruh dich am See aus und fordere deine Freunde zu einer Partie Mahjong heraus. Da kann man, glaube ich, auch massieren lernen, wenn ich mich nicht täusche, und Klamotten kaufen. Also ich finde, das ist eigentlich das beste Ausflugsziel von allen. Dann gibt es noch den De Pagode und Markt. Schon seit Jahrhunderten bieten Händler ihre Waren vor der großen Pagode von Takemitsu-Fall. Wunderschöne Kleider, handgemachter Schmuck, seltene Souvenirs und lokale Köstlichkeiten werden im Schatten der großen Pagode angeboten. Das ist auch nicht schlecht. Aber was ist das? Wir haben, glaube ich, eine Schatzkarte im Besitz und deswegen gibt es hier auch die Pagode des Schattens. Eingebettet in einem ruhigen Tal strahlt dieses erhabene Gebäude eine gewisse Heiterkeit aus. Fühlst du bereits den unwiderstehlichen Drang, dorthin zu eilen? Es ist fast, als wäre dies dein Schicksal. Ja, das werden wir auch auf jeden Fall noch machen. Aber nicht jetzt. Jetzt gehen wir erstmal in den Schreinpark, weil wir haben auch alle irgendwie Hunger. Und ich weiß nicht, ob wir da direkt was zu essen kriegen. Nicht, dass uns hier noch einer verhungert. Man sieht es ja schon an Manuel, der ist ja schon wieder ganz gelb da. Also gehen wir erstmal in den Schreinpark, füllen also unsere Bedürfnisse auf und vielleicht können wir von da aus dann auch noch in das andere Dingen gehen. Und ja, jetzt gucken wir erstmal, dass auch wieder jeder mitkommt. Du kannst mal aufhören zu duschen. Du bist sauber. Die gehen mit, ja, die bräuchten, ja gut, okay, die können da ihre Bedürfnisse auch auffüllen, insofern ist das kein Thema. Gut. Yeah! Dann wollen wir mal ein bisschen spulen. Können wir mal spulen, bitte? Ich weiß nicht, wer hier wieder so langsam ist. Ach, die Elise zuckelt da noch hinten rein. Spulen wir mal schneller. Ah, was ist jetzt aufgegangen? Gut, okay. Ich mache das zwar eigentlich ungern, aber wenn die ja so lange brauchen, und ich kann ja nicht steuern, ist das ein bisschen doof. So, mal gucken. Lustiger Schreinpark. Ich liebe dieses Grundstück, gebe ich zu. Da ist alles, was mein Herz begehrt. Ja, das ist schon toll. Aber das andere, also wir haben scheinbar die Schatzkarte, wir hatten ja mal gegraben wie die Verrückten und haben da, glaube ich, auch diese Schatzkarte für dieses Takemitsu Village ausgebuddelt und da ist die Pagode. Nee, nicht Pagode des Schattens. Ja, egal. Dieses geheime Grundstück, das werden wir uns auf jeden Fall noch angucken. So, sind alle da? Nicht, dass das jetzt wieder beschleunigt. Ah, gut. Yeah. Na, und da kommen doch die ganzen Wünsche wieder. Sehr schön. Dann warten wir mal kurz. So, alle da? Gut. Was für ein fantastischer Ort. Ich werde auf jeden Fall wiederkommen. Joa. Das finde ich aber auch. Guckt hier, da Toiletten. Und da gibt's. Ah ja, das mit dem Massieren war doch nicht hier. Okay, gut, ist ja wurscht. Was zu essen kriegen wir hier? Da hinten ist der schöne Teich. Da ist auch der Schrein. So, sie möchte ein Foto machen. Ja, dann mach das doch direkt. Regina, wo bist du denn? Da. Dann mach schon mal ein Foto. Das ist eine gute Sache. Was will deine Tochter fangen spielen? Könnt ihr danach. Okay, was ist ansonsten angesagt? Sie möchte Mahjong spielen. Wie hungrig bist du denn? Oh, sie hat ja eh keinen Hunger. Jo, dann geh doch Mahjong spielen. Was machst du da? Ankommen. Was möchtest du denn? Du hast erstmal Hunger, würde ich sagen. Sie will auch ein Foto machen. Oh. Ja, ein Foto reicht erstmal, aber das merken wir uns. Und er hier hat sowieso Hunger, ne? Und will die Massagetechnik. Wie? Kein Hunger? Wo ist denn Hunger hin? Spaß. Okay. Dann würde ich mal sagen, ihr geht mal Mahjong spielen. Wie wäre denn das? So ein bisschen da.
zum Spaß Mahjong spielen. Das machen wir mal. Du kannst da auch mitmachen. Und du auch. Zack. Dann kann deine Mama nämlich jetzt erstmal das Foto machen. Und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Sind schon mal ein paar untergebracht. Und die Elise ist wieder im Badeanzug. Also ehrlich, Elise, Elise. So, zack. Mal gucken, mal gucken. Was wollen wir denn aufnehmen? Warte mal. Warte mal, da fällt mir gerade was ein. Können wir mal die Häuser einblenden? So. Ungefähr. So. Dann sieht das nämlich auch ein bisschen hübscher aus. Jo, klappt, das sieht hübsch aus. Zack. Und die Häuser wird da ausblenden. Und wieder eine Etage tiefer. So. So, und du wolltest auch Mahjong spielen, soweit ich weiß. Dann kommst du auch daher und spielst mit, oder? Nö, unterhältst du dich mit Felix? Was denn? Was wird da erzählt? Ah, ein Witz. Ah ja, ein Riesenwitz. Okay, wertschätzen, mal bewundern vielleicht. Ja, du bist ganz toll, du. Was können wir noch mal machen? Ein bisschen tratschen. Ja. Und Elise hat vergessen, sich umzuziehen, bevor wir hierher sind. So sieht's aus, genau. So, und du hast Hunger. Dann geh doch mal, dann hol du dir doch mal was zu essen. Oh, wie wär's denn mit einem Nudelsnack? Das hört sich doch gut an. Gucken wir mal, was die anderen alle machen. Die sitzen da und spielen. Aha, guck mal da. Wir spielen Mahjong. Ja, wer das nicht kennt, ist ein tolles Spiel. Sieht zwar hier ein bisschen anders aus, aber das macht ja nichts. Na, auf jeden Fall, es bringt Spaß. Und das ist ja schon mal sehr viel wert. Sie hat auch Spaß und sie kriegt ihren Spaß hoffentlich noch. Ja, und was macht die Oma? Die spielt natürlich auch Mahjong, ist klar. Halt woanders. Okay, hast du dir gerade was zum Anziehen gekauft? Ja, dann ziehst doch auch an. Da kann man übrigens tanzen, da ist ein Lautsprecher mit Musik. Ja. Und schmeckt dein Nudelsnack? Zeig mal. Lecker, lecker. Also ja, hatte ich ja Nudelsnack. Naja, sonderlich satt hat er jetzt aber nicht gemacht, oder? Guck mal, du könntest mit Elise da mitspielen, glaube ich. Oder sind die auch schon alle besetzt? Ah, hier ist noch Platz. Komm, dann mach da mit. Nee, nicht. Dann kannst du auch ein bisschen Mahjong spielen. Ah, da war Musik. Und Felix ist auch am Essen. Sehr schön. Und Manuel hat, glaube ich, gewonnen. Ja, okay, gut. Seid ihr soweit fertig mit dem Spiel? Sieht fast so aus, ja. Okay. Dann würde ich sagen, ihr habt alle Mahjong gespielt. Ihr geht jetzt alle mal was futtern, Essen bestellen. Du nimmst auch einen Nudelsnack. Du könntest mal so einen leckeren Dampfreis probieren. Und der Manuel probiert natürlich ein Sushi. Da haben sie mal alle was anderes. Interessant. Sind ja noch genau 3 Plätze frei. Ja, setzt euch zum Opa und esst mal mit. Was isst der da eigentlich gerade? Hallo? Ach, in der letzten Woche ist nichts Besonderes passiert. Aber diese Woche wird besser. Dafür sorge ich. Ja. Hallo, Opi. Ja, genau. Unterhaltet euch. Da ist doch noch Platz. Komm, bestellt ihr was. Jetzt hat die arme Kellnerin, unser lokaler Koch hier, aber eine Menge zu tun. Ui, ich habe da Feuerbrutzeln sehen. Und schmeckt's? Kriegen jetzt alles. Oh, da ist Gemüse drin gelandet. Also, Nalina, dein Nudelsnack ist schon mal lecker. Sieht lecker aus, sagen wir es mal so. Und dann geht die Gespräch über Geister und so weiter. Ah, und Felix spielt natürlich auch Mahjong, ist ja klar. Unser verspielter. Und das war jetzt. Das ist das Sushi? Wie, du kriegst zuerst dein Sushi, bevor deine Tochter ihren Dampfreis kriegt? Du hast doch zuletzt bestellt. Das ist hier nicht nett.
Die Kinder kommen eigentlich zuerst dran, ne? Und du kriegst Dampfreis. Der sieht, reismäßig aus. Ja, farblos. Okay, Hauptsache es schmeckt und macht satt. So, was macht denn die Regina? Ihr spielt auch noch schön, ja? Fein. Was machen eure Wünsche? Oh, mit Felix will sie Mahjong spielen. Ach, nur weil es jetzt nicht Felix ist, sondern Elise. Also du hast ja lustige Wünsche, die hatte ich so auch noch nicht. Egal. So, was können wir denn dann machen? Uns geht's dann eigentlich soweit ganz gut. Vielleicht solltest du noch mal einen Happen essen. Komm, dann isst du auch noch mal was. Dann bestell du dir noch einen Dampfreis vielleicht. So, mal gucken. Was haben wir denn? Du willst... Nee. Du bist satt, also ich glaube, es hackt. Also Felix, echt, du bist... Manuel meine ich. Du bist echt ein Vielfraß. So, warte mal. Du musst jetzt erstmal auf Toilette gehen hier. Da. Genau. Geh mal bitte benutzen und wasch dir danach die Hände. So, sie hat jetzt gerade nichts zu tun. Das ist doch cool. Was hat sie denn für Wünsche? Das ist ja alles nur so ein Zeugs. Okay. Was macht Nalina? Die hat noch mal Hunger. Wo bist du? Ah, sie guckt, ob sie sich was zum Anziehen kaufen könnte. Oh, hast du vielleicht auch Lust auf ein schönes Souvenir? Nee, du wolltest noch ein Foto machen. Dann tu du auch noch mal eine Kleinigkeit essen. Du hattest die Nudeln. Du kannst noch mal so ein Dampfreis essen. So, und du kommst da mal her, Mädel. Wir wollen doch mal natürlich auch nach diesem wunderhübschen Schrein gucken. Da kann man doch was mitmachen. Ne Münze werfen. Das probieren wir mal aus. Ich hoffe, das funktioniert auch und tut nichts Böses. Das ist ja hier immer so eine Sache für sich, ne? Aber vielleicht hilft es ihr fürs Studium mal. Ich finde den Schrein einfach schön. So, werf mal eine Münze. Und? Nein, nein, er leuchtet rot. Nein, Biene oder nicht Biene. Das ist hier die Frage. So, ein Mist aber auch. Das ist natürlich äußerst blöd. Hier, wir werden von Bienen umschwärmt. Kleine Pixelviecher, die habe ich mir so auch noch nie genau angeguckt, wie die Bienen hier aussehen. Ich lache mich tot. Ja. Was können wir jetzt machen, um die Arme zu retten? Wie wäre es denn, wenn du mal ganz schnell auf Toilette flüchtest? Vielleicht verfolgen sie dich da nicht. Komm, beeil dich, rein ins Haus, rein ins Haus. Geh rein ins Haus. Oh, du wirst zerstochen. Du sollst ins Häuschen gehen. Kannst du da rein? Hier hingehen? Ja, aha, immerhin, sie hat sich in irgendein Gebäude gerettet. Ist jetzt natürlich nicht so toll, ne? Wir können hier natürlich aber auch blöderweise nicht tanzen oder irgend sowas. Spaß hat das jetzt keinen gebracht. Okay. Dann würde ich sagen, gehst du lieber nochmal eine Runde Mahjong spielen oder so? Vielleicht, da ist schon wieder besetzt. Oh, oh, wen sehe ich denn da? Hinterhältiger Scharlatan. Nicht gut, nicht gut. Da ist nochmal Platz. Oder wir lassen das. Wartet mal. Jeder sieht gut aus. Die haben gegessen. Der ist schon... Aber du willst schon wieder was essen. Du spinnst! Sie ist am Essen und sie ist auch am Essen und spaßig sind sie auch alle. Okay, dann, was können wir mit dir denn jetzt mal machen, Mensch? Egal. Ich würde sagen, wir lassen die essen. Und du? Du? Ach so, du hast den wahrscheinlich gar nicht. Du könntest mal ein paar Souvenirs kaufen, komm. Kauf mal was und kauf noch mal was. Auch wenn du den Wunsch jetzt noch nicht hast. Aber wir können ja mal schauen. Wir nehmen mal eine Pagode der Träume mit. Was sieht uns so? Sonst kommt der echt nur aufs Essen, dieser Mann. Das ist unmöglich mit dir. So, einmal was. Genau. Und hol nochmal so ein
Puppe der Erinnerung? Jawohl. Erinnerungen verblassen schnell und manchmal fällt es uns schwer, sich die weniger ereignisreichen Momente einer Reise ins Gedächtnis zu rufen. Doch dank dieser Puppe, die aus 100% natürlichen Materialien von den Einheimischen gefertigt wurde, wirst du nie vergessen, was du alles erlebt hast. Wie das funktioniert? Ganz einfach. Du nimmst der Puppe nur das Erlebte. Was? Du musst der Puppe nur das Erlebte erzählen und sie nachts unter dein Kopfkissen legen und schon schleichen sich die Erinnerungen in deine Träume. Och, wie süß. Ich hab den Text ja noch nie gelesen. Sollte man doch öfter mal tun. Ja, so, genau. Jetzt hat er auch was. So, Moment. Ich hatte mit Regina den Ausflug geplant. Regina hat, glaube ich, die Schatzkarte. Ist sie denn dann fertig? Wir können ja mal das auf die andere Art machen, indem wir zum Grundstück gehen. Und zwar weiteres Gemeinschaftsgrundstück, wenn ihr da aufgegessen habt. Mhm. Und bis dahin könnt ihr alle noch essen, spielen, was auch immer. Nalina ist auch... Oh, Nalina ist fertig. Und du kommst schon wieder zum Essen, oder was? Ah, über Hobby reden. Ja, das ist eine gute Idee. Macht ihr mal. Redet über Hobbys. Das ist eine super Sache. Mhm. Genau. Hallo, Regina. Zu Grundstück gehen. Hopp. So, und zwar gehen wir jetzt, weil jetzt sind wir alle gut drauf, zu... Nee, Jade will er doch nicht. Nee, wo ist denn das? Bin ich jetzt blöd? Wo ist denn jetzt unser... Können wir nicht von hier aus dahin? Ja, da will er, da wohnen wir. Mist! Das ist ja jetzt doof. Okay, aber bevor hier noch mehr passiert mit dem Schrein und so, dann gehen wir jetzt zu dem ewigen Zen-Garten. Ich dachte, sie hätte... Mit wem habe ich denn den Ausflug hierher angeleiert? Das muss ich nochmal nachgucken. Das wundert mich jetzt. Ich dachte, wir können auch von hier auf das Geheimgrundstück. Ja gut, gehen wir erstmal in den ewigen Zen-Garten. Das ist gut. Wir haben alle was gegessen. Wir sind alle super drauf eigentlich. Du gehst bitte mit. Nee. Hallo. Wieso geht die jetzt nicht mit? Hallo, du sollst... Gehst du bitte mit zum Grundstück? Was ist hier los? Alle anderen gehen. Nur sie nicht. Warte, hallo! Ich hasse das. Könntest du auch mal zum Grundstück gehen? Hallo? Na, endlich. Also Mädel, ehrlich. Nachzügler, ich liebe das ja. So, Abmarsch. Ach, schon Schreck gekriegt, dachte, das wird schon wieder nichts mehr. Oh, meine Zeit ist eigentlich auch schon wieder um. Ich glaube, das wird schon wieder eine längere Folge. Jetzt haben wir gar nicht mehr so viel Zeit. Ich hätte erst auf die Uhr gucken sollen. Egal. So. Da haben wir den ewigen Zen-Garten. Ach, so sieht der aus. Okay, cool. Da seht ihr, da hätten wir auch was essen können. Und Toiletten gibt's hier auch. Und Tee und natürlich das Ding. So, wer... Oh, was ist das denn? Ah, das könntest du dir doch betrachten. So, was haben wir denn für Wünsche? Sie will schon wieder ein Foto machen. Du hast jetzt schon zwei Fotos gemacht. Aber irgendwie geht die Leiste auch nicht hoch. Muss man ja mal ganz ehrlich sagen. Sie möchte die lokale Begrüßungsformel lernen. Okay. Und du möchtest das auch. Jetzt willst du kein Foto mehr machen. Na gut. Dann macht es wie immer, unsere liebe Regina. Ein Foto. Im Zen-Garten irgendwas machen. Ich finde, du hast dir hier mal ein bisschen was verdient. Du kannst den erstmal betrachten. Dann kannst du mal rächen. Und lass die Vögel, die kannst du überall beobachten. Und du kannst mal... Du könntest mal mit deinem Vater was machen.
Unterhalten, Insiderwitz, mal ein bisschen reden, tratschen, so. Und du kommst gerade an, du kannst mal hier mit der Oma was machen. Da. Wozu haben wir die denn dabei, wenn sie auch immer im... Ach, guckt mal, ihr kennt euch ja noch überhaupt nicht. Ab dann. Sudle. Regina macht wieder ein Foto. Ja. Aha. Moment. So, da sehen wir alles. Und C, Batsch, Bumm. Dass wir ein schönes Foto haben, was man später ins Album packen kann. Ja, mach halt. Gut. So, und ihr lernt euch auch mal kennen, hä? Ja. Na, rennt ihr jetzt alle zum Zen-Garten und wollt was tun? Hi. Nee, es wird jetzt kein Piratenlied gesungen. Guck da wieder zu. Guck, genau. Hi. Ey, du solltest doch rächen. Ah, Blasen ansehen, ist viel interessanter, okay. Gut, wenn du nicht rächen kannst, dann... Oh! Halt! Oh, Schande, ich hab's nicht mitgekriegt. Wo ist er? Mist! Mist, 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 Mist! Jetzt hab ich ihn verpasst. Och, Manu. Weil das wollte ich eigentlich gerade. Jetzt ist dieser Jo, dieser Teleport-Dings-Typ da weg. Ach, so ein Mist. Du kannst aber auch nur betrachten, weil deine Mama jetzt da am Rechen ist. Mann, doof. Wo ist jetzt der Typ hin? Verschwunden. Vielleicht, wenn ich weit genug weg bin, vielleicht taucht er noch mal irgendwo auf. Hallo, sehe ich dich? Sehe ich dich? Bist du weg? Hast du dich jetzt in Luft aufgelöst? Mist. Ach, sowas auch. Mann, ehrlich. Ist gemein. Das ist echt gemein. Auf den Typen habe ich es doch abgesehen. Da kommt der einmal, macht neben mir Puff, ich krieg's nicht mit. Weil ich gerade so drauf versessen war, hier alle irgendwas machen zu lassen. Du könntest mal... Wie war's das schon? Du solltest doch mit der Oma ein bisschen was tun. Warte mal, ich habe eine Idee. Du spielst jetzt mal mit deiner Schwester. Wie wäre denn das? Ein bisschen fangen. So, lass mal die Schwestern zusammenspielen. Du da auch nicht. Ja, uns wird dir nicht gratuliert. So, und du spielst, oder machst mal was mit der Oma. Über Hobbys reden, Kochkunst. Jo, mach du das mal. Wo ist denn eigentlich der Felix hin? Felix, bist du auf Topf? Wahrscheinlich. Ja, oh je, der schläft uns auch gleich ein. Jetzt haben wir da den Typen verpasst. Das finde ich doof. Ah, naja. Und Regina rächt hier den ganzen Garten. Da ist er! Teleportieren lernen. Du musst mal kurz aufhören. Du kannst den Regen begutachten. Ich hoffe, ich habe ihn jetzt noch schnell genug angeklickert. Ich glaub's zwar nicht, aber na gut, gucken wir mal. Komm auf, mach hinne. Da ist ein Typ, da ist ein Typ. Geh hin zu dem. Lauf, schnell. Schnell weg ist er. Nein, jetzt ist er wieder weg. Och Mann, ich habe einfach kein Glück hier. Wo ist er jetzt wieder hin verschwunden? Ach, sowas. Das will heute nicht. Okay, gut, die Zeit ist eh rum. Es fängt an zu regnen. Das war jetzt nicht so erfolgreich. Gehen wir einfach wieder alle nach Hause. Taxi rufen, nach Hause. Zack. Das hat so keinen Wert. Dann gucken wir lieber, dass wir von dem anderen Grundstück dann später nochmal... Uiuiui. Von dem anderen... Karte zur Pagode des Schattens. Also scheinbar kann man nur vom Hotel aus dann dahin reisen. Okay. Das wird dann halt später nochmal. Hörst du jetzt mal auf zu rächen, Mädel? Sie will nicht aufhören. Sie ist total vertieft in dieses Geräche, oder was? Ja.
Komm, auf. Hopp, hopp. Wir müssen nach Hause. Weil, ach, sie geht. Jetzt geht sie. Auch gut. Gehen sie alle. Okay. Alle heim, alle weg, alle gut. Okay. Ja, nee. Aufhören mit Tee trinken. Gut. Weil wir können ja hier nicht speichern. Ich muss ja mal den Part zu Ende bringen. Ich denke, das war immerhin schon mal was. Blöd, dass wir diesen Ninja da verpasst haben. Ich hätte so gern mit Melissa das Teleportieren gelernt. Aber gut, wir sind ja noch eine Weile da. Und mal gucken, das kriegen wir auch noch hin. So ein Pech aber auch. Mann, macht immer Puff und verschwindet wieder. Hätte ja mal 2 Sekunden länger warten können, der Mensch. Der Ninja. Aber gut, das kriegen wir noch hin. Wir lernen bestimmt noch mit irgendwem das Teleportieren. Und andere schöne Sachen lernen wir auch noch. Soll ja ein guter Urlaub sein. So, jetzt kommt erstmal wieder alle nach Hause. Ja, da du zur Checkout-Zeit nicht im Hotel warst, werden dir 1476 auf deine Rechnung gesetzt. Ja, ja, ist in Ordnung. Kann so sein. So, und da sind wir wieder und können, weiß der Geier was machen, ist wurscht, was sie jetzt alle tun. Verteilt euch, macht, was ihr wollt. Och, sie tanzen zusammen, wie süß. Regina und Nalina tanzen und die anderen, was hat sie denn da für Wünsche? Na egal, das schauen wir uns dann beim nächsten Mal an. Ich beende jetzt hier erstmal den Part. Hoffe, es hat euch trotzdem gefallen, auch wenn wir den Ninja verpasst haben. Und wir versuchen es dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut, tschüss!